einem Hügel außerhalb der Stadt, einem Ort, der die Schädelhöhe genannt wurde, wuchs ein Baum, ein ewiger Baum. Am Anfang der Welt gab es einen anderen Baum. Diesen pflanzte damals Gott für uns, damit wir ewig leben können. Diesen Baum haben wir aber kaputt gemacht. Und nun pflanzte Gott einen neuen Baum ein. Dieser neue Baum trägt den Namen Jesus. Ein Baum, dessen Früchte die ganze Welt zu essen bekommen wird. Ein Baum, dessen Samen alle Ecken der Erde in alle Ecken der Erde getragen werden. Kurz bevor der Baum starb, fielen einige Worte aus seinem Munde. Die sieben Worte Jesu kann man immer betrachten und sie sind so bedeutend, dass sie eigentlich für das ganze Leben ausreichen. Es gibt aber da zwei Sätze, die alles, was man verstehen muss, auch erklärten. Der erste Satz ist der Schrei, den Jesus sterbend ausstößt: mein Gott, warum hast du mich verlassen?" Der zweite lautet: "Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist." Jesus, dieser auf Golgotha gepflanzte Baum, ist ein Mensch, der durch die Höhle gegangen ist. Ein Mensch, der sich davon überzeugt hat, dass Gott eigentlich nicht existiert. Und für die Erlösung musste sich ein Mensch finden, der in der Verdammnis, wo man davon überzeugt ist, dass es Gott nicht geben kann, dass Gott einen verlassen hat, der in dieser Situation voller Hoffnung und Vertrauen zu Gott rufen wird: "Es gibt dich doch." Es brauchte einen Menschen, der auf Golgotha davon überzeugt war, dass es einen Vater gibt, in dessen Hände man sich immer fallen lassen kann und der retten wird. Dieser Baum wird hier auf Golgotha bis zum Ende der Welt wachsen. Er wird dort wachsen, wo die Hölle endet, wo der Unglaube an Gott herrscht. Und dieser Baum wird gerade dort rufen: "Vater, es gibt dich und in deine Hände lege ich mein Leben." Seit dieser Baum gewachsen ist, gibt es keinen Ort auf der Erde, wo man sagen könnte, dass es Gott nicht gibt. Erinnere dich heute an die beste Botschaft, die das Christentum für die Welt hat: Es gibt keinen Ort, wo es Gott nicht geben würde. Es gibt keine Situation, in der er nicht anwesend wäre. Auch wenn du dich an einem Ort befinden solltest, wo du sagen kannst, es gibt Gott nicht. Und genau dort wird er neben dir stehen und dir sagen: "Es stimmt nicht, ich bin da und du kannst dein Leben in meine Hände legen." Schaue heute auf das Kreuz, auf Jesus, der bis zum Ende der Welt schreien wird: "Vater, in deine Hände lege ich den Geist eines jeden Menschen." Das ist die beste Botschaft, die das Christentum hat.